Ja, hier ist euer Borgelkatt. Ich feiere auf der Karte Minen bei einem Begegnungsgefecht den T-34. Das ist der Goldpanzer der Amerikaner, sprich Tier 8. Schwachpunkt dieses schweren Kampfpanzers ist oben die Kommandantenluke. Der Turm an sich ist gut geformt und relativ hart. Allerdings auf der Wanne könnt ihr rundherum eigentlich reinschießen. Da gibt es eigentlich nichts, was unbedingt einer großen Panzerung entspricht. Die Wanne ist sehr empfindlich. Aber der Turm ist knüppelhart. Er verhält sich wie ein T-30 oder T-29. Harter Turm, weiche Wanne. Es ist eigentlich auch ein T-30. In zwei T-30-Panzern wurden 120 mm Kanonen eingebaut. Und danach wurde das Fahrzeug T-34 genannt. Und ja, meiner Meinung nach ist es sogar einer der besten Goldpanzer Tier 8. Welche Tier 8er Goldpanzer würde ich noch empfehlen? Das ist eindeutig auch den Löwen, wobei ich den T-34 sogar noch ein bisschen besser finde. Wenn es mal wieder diese Panzer zu kaufen gibt, KV-5 und Typ 59, sind das auch super Goldpanzer. Also die vier Panzer wären meine Favorites in der Richtung, wenn ihr Tier 8er Goldpanzer haben wollt, um ordentlich Credits zu machen. Das sind meiner Meinung nach auch die stärksten in dem Bereich. Na, fahr mal weg, dann übernehme ich den Fall. Ist der unruhig? Ich glaube, ich muss mir eine andere Position suchen, sonst wird das nichts. Neben einer anderen Position könnten wir vielleicht auch ein anderes Ziel nehmen. Der müsste gesessen haben. Ihr seht, noch hat kein Team irgendeinen Vorteil errungen. Na, untere Wanne. Der ging im Dreck. Ich drehe hier gleich durch. Dieser T-29 hat mehr Glück als Verstand. Da fahren wir jetzt einfach drauf zu. Der muss einfach mal weg. Und da ziehen wir uns doch lieber zurück, bevor wir hier einen offenen Schlagabtausch riskieren. Bin ja doch schon angeschlagen. Und ich möchte lieber ein paar Credits einstecken. Und überleben. Na, Schiri, komm doch da mal raus. Schade, ich habe ihn nicht erwischt. Aber ich habe den Verdacht, der will noch mal gucken. Oder will er nicht? Das ist ja unfair, der will ja nicht mehr. Na, dann fahren wir einfach mal auf den Berg rauf und gucken, was wir dann von da oben ausrichten.
So eine Black Prince, der könnte ich auch noch ein Loch geben. Na, würde ich da irgendwie rankommen? Nicht wirklich, er ist schon weg. Ein AT7. Das ist auch ein sehr gefährlicher Gegner. Er macht zwar nur kleine Löcher, aber er ist verdammt hart. Also, eine Granate normal, die habe ich gerade im Kanonenrohr, im Verschluss. Und danach würde ich ihm HE geben. Ich traue mich auch nicht wirklich hier raus. Da oben ist ein empfindlicher Tor meines Wissens. Und das hat auch gescheppert bei ihm. Die nächste Granate wäre HE. Vielleicht reicht das ja bei dem Fahrzeug. Gut, braucht nicht mehr reichen. Er ist weg. Da ist mein Freund der Ski. Moment. Wie heißt der nochmal wieder gleich? Shiri. Nein, da brauchst du nicht schießen. Da kommst du nicht ran, da sind einfach Felsen, auch wenn du ein rotes Symbol siehst. Und da ist er weg. Gut, das war's, euer Burgekat. Gleich sehen wir, was es an Credits gab. So, das wäre eine Klasse 2 wert gewesen, also ganz schlecht war das Gefecht nicht. Dann habe ich hier auch eine Stahlwand erhalten. Ich behaupte einfach mal, da ist sehr viel am Turm abgeprallt und ihr habt auch gesehen, ich wurde oft gekettet, aber nicht wirklich Schaden dabei genommen. So, 11 Schüsse abgegeben, 9 direkte Treffer, 8 davon waren auch Wirkungstreffer. Schaden habe ich 2675 ausgeteilt, 13 Treffer habe ich erhalten, 5 davon waren nur Wirkungstreffer, 8 Stück sind halt nicht durchgekommen. Wie ich schon sagte, vermutlich sehr oft am Turm ist was abgeprallt. Potenziell erhaltener Schaden 4010. Also es haben nicht nur kleine Kaliber auf mich geschossen und sind nicht durchgekommen, auch größere nicht. 3 Gegner entdeckt, 5 Gegner beschädigt, 1 Gegner abgeschossen. Schaden durch Spielerunterstützung 495. Und jetzt kommen wir zu den Credits. Mit Premium sind nachher 109.000 Credits übergeblieben. Knappe, also 110.000. Ihr müsst aber für Belohnung, für Auftragsabschluss 35.000 abziehen. Dann habt ihr einen reellen Wert, was dieses Gefecht wert gewesen wäre. Und zwar, wenn ich das jetzt im Kopf überschlage, knappe 75.000 Credits wären übergeblieben bei Premium. Oder mit Premium. Ohne Premium wären jetzt 79.000 Credits übergeblieben. Zieht da wieder 35.000 von ab. Also sind es 44.000 Credits. Genau, 44.000 Credits wären übergeblieben. Wenn ich mich verrechnet habe, tut es mir leid, aber ohne Premium rund 44.000 Credits plus gemacht in diesem Gefecht. Und mit Premium wären es 74.000 Credits plus gewesen, knapp bei 75.000. Also finanziell gesehen, dieses Auto kann was. Und das war ein Doppelungsgefecht, deswegen habe ich 2.924 Erfahrungspunkte damit mitgemacht. So, nochmal kurz euch vorgestellt, das Fahrzeug, nein, nur kurz gezeigt in Ruhe. Und ihr seht an den Plakaten, ich habe es halt aufgenommen auf den Sonntag, auf den 6. April. Da ist immer noch diese Veranstaltung in Gange. Aber ihr kriegt es erst nächste Woche zu sehen, das Fahrzeug. Bis denn, euer Burgekat. Ciao!